Gut, du machst die zwei Anhänger leer und fährst sie zum Acker, dann würde ich schon mal mit dem Drescher losfahren, oder? Wir können uns dann ja irgendwann zwischendurch abwechseln. Dann fahre ich mal los. Siehst du, wie viele Sonnenblumen in der Ölmühle drin sind? Okay, also 140.000 passen, glaube ich, rein da. Sollte das passen, selbst wenn wir zwischendurch auch mal abladen müssten. Bin gespannt, ob wir den Hänger voll bekommen. Aber hat denn sonst noch jemand so Blumen angepflanzt? Ich habe keine gesehen. Ah, 53, 54 wurde von uns geerntet. 53, 54. Ja, das Stimmt. waren. Aber wer hat es gemacht? Keine Ahnung. Finde ich auf jeden Fall nicht so nett. Oh mein Gott. Wir haben ja auch keine Rechnung. Jetzt geht's. Spaß macht. Ich weiß auch nicht. Hier wäre mir das ja egal, aber wenn man nicht Bescheid sagt und einfach irgendwas bei meinem Hof macht, ist das immer so. Aber gerade das Ernten finde ich immer das Coolste dabei. Naja, die Sojabohnen könnte ich mir vorstellen, dass Christian war. Ich könnte mir irgendwie vorstellen, dass der alles war. Weil ich mach das normal nicht und Marco glaube ich auch nicht. Er müsste da nicht Muss Berechtigung mal bei uns haben. Dings bei Christian einfach das Gras hinmulchen und sage, ich hab das schon mal für dich gemacht. Oh, Reh. Ja, er hat ja quasi unterhalb von Feld 11 auch Sojabohnen gehabt. Und wir haben ja angefangen bei Christian Sojabohnen zu dreschen. Gemeinsam bei Marco und dann bei Christian. Und ich weiß nicht, eventuell sind die dann einfach weitergezogen auf das andere Feld von ihm und er hat die Grenze nicht mehr erkannt. Ich weiß gar nicht, ob man da eine Grenze erkennen kann zwischen den Feldern. So, ich meine, Christian hat da Platz gelassen, Grasplatz. Okay. Auf der Übersichtskarte sehe ich nichts. Nee, hier musst du, glaube ich, hingehen, das ist ziemlich klein, nur der Übergang. Aber da ist so ein Grasabschnitt drin. Ja. Also ich habe zu ihm gesagt, dass er bei uns eventuell auch helfen kann, dreschen und so weiter. Aber ich habe ihm gesagt, er soll das mit dir abklären, weil ich wollte, dass du auch mal dreschen kannst. Wenn du willst, kannst du bei mir dringend Zuckerrohrvollender fahren. Ey, ich hab dir jetzt schon über 2 Stunden geholfen. Ja, ich hab's mir ja nur angeboten, dass es kostenlos machen darf. Zuckerrohr ist ja dieser komische Ernte. Jetzt erstmal ja, Sonnenblumen. Dann muss unser Gras noch gemäht werden, geschwadet und alles. Und wenn das durch ist, dann komme ich gerne und helfe dir noch weiter beim Dann Zuckerrohr. bin ich bestimmt auch durch. Aber ich muss jetzt erstmal wieder weiter, ich muss noch was schaffen.
Alles klar, dann mach's gut. Bis dann. Ciao. Ciao. Fängst du bei Feld 19 an, oder? Ich fahr jetzt eher zu 29 gerade. Ja, das meinte ich auch. Weil. Moment. Ah, ne, da darf ich gar nicht. Uiuiui. Es müsste ein paar mehr Brücken über die Autobahn geben. Aber okay. Wie ist es eigentlich? Also gerade finde ich, so ein paar kleine Lags hat's. Aber die letzten Tage hatte ich jetzt eigentlich nicht so groß Lags mehr gesehen. Ja, ich habe immer wieder kleine. Ich habe auch auf dem Server hier eine 50 FPS. Singleplayer habe ich mehr. Also irgendwie, keine Ahnung. Server läuft nicht rund. Aber ich finde, es ist besser geworden. Ja, man hat nicht mehr diese großen Lags, wenn man irgendwie an Ballen vorbeifährt, das stimmt. Ja. Mion, so. Gut, hier oben, wo ich gerade bin, da liegen ja hinten im Wald auch, weiß ich nicht, noch 100 Bäume von Christian. Okay. Ah, ich wollte mir den Newsfeed noch von den Bäumen ansehen. Was du gemacht hast. Silveran Forest. Genau. No. Ja. Also es ist quasi am Anfang so eine kleine Übersicht über den Trailer. Und die letzten zwei Drittel sind dann quasi so das Twitch-Gameplay von der FarmCon auf Deutsch zusammengefasst. Ja, ich konnte mir das nicht anhören auf Englisch. Ich finde das immer schrecklich, wenn die in ihrem Podcast oder so Englisch sprechen. Oh mein Gott. Weißt du, was ich gemacht habe? Boot gefahren? Ja, eigentlich nicht. Aber ich hab's falsche Schneidwerk mitgenommen. Fahr dir doch kurz einen Trecker hoch, statt dass du wieder mit den langsamen Erntemaschinen runterfährst. Ja, ich nehme einen MF. Ich weiß nicht, wir haben vorher so über Sojabohnen und alles Mögliche geredet. Wahrscheinlich habe ich da irgendwas durcheinander gebracht. Naja. Den Fehler mache ich so schnell nicht nochmal. Andere am Drescher schon mal wieder abhängen. Ja, wohin mit unserer Sojabohnen? Die können wir da auch nicht mehr ablagern. Ich glaube, unser Silo ist wirklich voll. Wir müssen wieder
neues Silo kaufen? Komm. Ja. Kannst eigentlich direkt eins dahinter bauen, wenn du magst. Okay, dann mach ich das mal. Zum Lion. Einfach das größte hast du genommen, ne? Mit 64.000. Ich glaube ja. Kann man gar nicht so nah dran gucken, wie du das gemacht hast. Hast du das denn geschafft? Doch, doch. Der gibt eine Meldung und drückst einfach V und dann kannst du ganz nah hinbauen. Ach du Scheiße. Was ist denn V? Das kenne ich ja noch gar nicht. Die Taste V. Nee, dass man das mit V machen kann. Na doch. Jetzt habe ich Schneidwerk auf den Wagen drauf, jetzt rollt er weg. War zum Glück halber im Kreis. Also im Berg runter wird er nicht rollen. Oh, jetzt habe ich das Silo so ein bisschen in ein anderes Silo reingebaut. Verdammt. Ja. Egal. Sieht keiner. Solange du das Video nur von der einen Seite machst, sieht das keiner. Nur die Seite darfst du hier nicht zeigen. Ich habe jetzt genau abgepasst, dass man hier das genau sieht. Verdammt. Ja, gut. 31.000 Euro Fehler. Du kannst noch mal kurz abbauen, wenn du willst, und neu setzen. Nee, lass mal es voll. Im Singleplayer habe ich gemerkt, wenn ich mir Land kaufe, kann man wesentlich mehr Kredit dann direkt danach schon aufnehmen. Im Multiplayer ist das hier immer mit Verzögerung. Ja, hier ist glaube ich irgendwas im Tag- oder Monatswechsel. Ja. Ich kann es nicht genau sagen, weil wir hatten es ja schon sehr lange nicht mehr. Ich habe gerade gesehen, unsere Hühner, die Eierfläche ist voll. Oh. Hat gefragt, was du jetzt hier wieder beim Hof machst, aber ich sehe gerade, was hat die Helfer hochgeschickt. Ja. Ja, 7.51 Uhr ist auch eindeutig zu früh hier, um zu arbeiten. Hey, warum stimmt denn die Zeit schon wieder nicht? Ich weiß es nicht. Ich hab die letztes erst wieder vorgespult. Die dritte stimmt und die Zeit stimmt nicht. Wenn der kurzzeitig für ein paar Wartungsarbeiten oder so von alleine offline geht, was wir nicht mitkriegen. Wäre das erklärbar? Stimmt. Könnt ihr jetzt erstmal wieder ein paar Eier legen hier.
Die Lehrmittel müssen wir auch mal wieder kaufen. Palette ist gleich leer. Brauchen wir demnächst auch wieder. Ja, falls was am Pendler steht, ich nehme einfach immer alle Sachen, die beim Pendler stehen, wenn jemand die nicht wegräumt. Ich dachte, bist du ja dann so, keine Ahnung, wenn irgendwie Sachen die ganze Zeit rumstehen, fühle das nur zu lax und benutze ich die halt, ne? Bin... Oh ja, hier liegen Bäume. Ja. Jede Menge. Das hab ich auch gar nicht gemerkt. Ich denke, den kannst du gleich zum anderen Feld fahren. Oh, ich hätte jetzt einfach alles hier abgestellt erstmal. Oder so. Dann hätte ich schon mal angefangen. Ach nee, du hast ja gerade den kleinen massiv vergessen, ne? Genau. Aber wir haben einen anderen Trecker, wir ja noch stehen. Soll ich den MF hier lassen? Kannst du den wieder runterschicken mit dem anderen Schneidwerk? Dann würde ich anfangen zu mulchen mit dem. Genau, das hätte ich jetzt gemacht. Weil dann kann ich direkt einen Helfer, beziehungsweise ich würde 53, 54 mulchen. Okay. Oh, das muss, glaube ich, auch gepflügt werden, ne? Ja, aber zuerst mulchen. Nee, muss nach Sonnenblumen nicht gepflügt werden. Ist ja interessant. Schnee, genau, Mais, Kartoffeln zu überreden. Na gut, dann muss nicht gepflügt werden, nur mulchen. So, dann fährt er wieder weg. Kann man dann noch waschen und dann können wir es eben wieder einlagern. Ja, dann würde ich sagen, war es das jetzt auch schon. Jetzt sollte alles perfekt vorbereitet sein. War ein Fail mit dabei. Ja, macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Iltis. Ciao, ciao.